Ich begrüße euch heute zu einer neuen Serie von mir, Trockenbau Basics. Ich denke mal, das ist ganz gut, dass ich so eine Serie mache, weil immer sehr, sehr viele Fragen von euch kommen. Dirk, wofür nehme ich das? Wie kann ich das machen? Das und das und das. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich fange jetzt eine neue Serie an. Wie gesagt, Trockenbau Basics. Heute ist der erste Teil, dass ihr mal so ein bisschen wisst, was ich meine. Das Thema Schrauben. Viele von euch fragen mich immer, Dirk, ich habe die und die Platte, was für Schrauben nehme ich da? Und da wollte ich heute mal so ein bisschen aufklären, was man dann nehmen kann. Also eine ganz, ganz wichtige Sache zuerst, also es gibt Grobgewindeschrauben und es gibt Feingewindeschrauben. Also ihr könnt euch direkt von vornherein merken, die Grobgewindeschrauben sind immer für Holz, die Feingewindeschrauben immer für Metall. Also grob, wenn ihr Latten festschraubt, wenn ihr Gipskartonplatten auf eine Lattung verschraubt, immer Grobgewinde. Wenn ihr eine Gipskartonplatte an die Decke schraubt oder an die Wände, an C-Profil, immer mit Feingewinde. Dann müsst ihr euch als nächstes merken, was auch sehr, sehr wichtig ist, deswegen sage ich das auch am Anfang, bei Holz muss die Eindringtiefe mindestens 19,5 mm sein. Das ist so vorgeschrieben und das ist halt alles getestet. Wann hält was ganz besonders fest oder auch richtig? So könnte man es auch sagen. Und das ist halt, wie gesagt, bei einer Grobgewindeschraube in Holz 19,5 mm. Also das Gewinde muss mindestens 19,5 mm ins Holz reingehen, damit das richtig funktioniert, damit ihr einen richtigen Halt habt. Und bei, wie gesagt, bei Metall 10 mm. Wenn ihr zum Beispiel eine Gipskartonplatte von 1,25 cm, so dick sind die ja, die Gipskartonplatten, auf Holz schrauben müsst, dann wisst ihr halt, die Schraube muss halt die 1,25 plus die 19,5 mm lang sein. Und bei einer Doppelbeplankung dementsprechend dann aufrechnen, wie lang dann meine Schraube sein müsste. So könnt ihr das einfach immer selber feststellen. Und ich denke mal, das dürfte kein Problem sein und Metall genauso, auch 10 mm. Das sind so eigentlich die wichtigsten Grundregeln, die man wissen muss. Dann gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Schrauben. Warum gibt es so viele verschiedene Schrauben? Hat das überhaupt einen Sinn oder kann ich einfach eine Aquapanelplatte mit einer normalen Gipskartonplatte befestigen? Nein, das geht nicht. Die Aquapanelplatten, hier habe ich jetzt so Kisten aufgestellt, das sind halt Spezialschrauben, die haben ein ganz besonderes Gewinde, was sich wirklich in die zementgebundene Platte, ist ja eine Aquapanelplatte, richtig reinfrisst und der Kopf wird auch richtig versenkt in dieser Platte. Würdet ihr das jetzt mit einer normalen Gipskartonplattenschraube machen, dann wird der Kopf nicht versenkt. Das funktioniert einfach nicht. Also ihr braucht euch da gar keine zu kaufen. Das wird nicht funktionieren bei einer Aquapanelplatte. Wie sieht es denn aus bei einer Diamantplatte? Bei einer Diamantplatte haben wir eigentlich das Gleiche. Es gibt Diamantplattenschrauben. Die muss man auch einfach nehmen, wenn man eine Diamantplatte, das sind die blauen Platten von Knauf zum Beispiel, die Around-Platte, die für Feuchtraum, Feuerschutz, Schallschutz, die ist eigentlich für alles. Also wenn ihr euch unsicher seid, welche Platte nehme ich, dann könnt ihr auch die Diamant nehmen und seid eigentlich für alles safe. Halt wie gesagt auch für Badezimmer geeignet, für Feuerschutz geeignet, für alles geeignet. Und diese Schrauben dafür, die haben oben im letzten Teil, ja ich würde sagen so im letzten Drittel, ein gegenlaufendes Gewinde. Dieses gegenlaufende Gewinde ist dafür, wenn ihr die Schraube reinschraubt, entsteht natürlich Staub durch dieses Reinschrauben und das letzte Stück des Gewindes befördert den Staub raus. So, dass die Schraube dann auch richtig versenkt werden kann und der Kopf praktisch in der Platte verschwindet. Also nur minimal. Ne? Also da kommt aber auch nochmal ein Video zu, was ich jetzt damit gemeint habe. Viele von euch wissen schon. Auf jeden Fall braucht ihr auch dann die Diamantschrauben und keine normalen Gipskartonschrauben. Bei der Aquapanelplatte, was ich eben schon erwähnt habe, ist eigentlich
das auch. Es hat ein ganz anderes Gewinde, frisst sich richtig rein. Dann haben wir eine ganz wichtige Schraube, die Bohrschraube. Die hat oben einen Bohrkopf. Die ist dafür da, wenn ihr ein dickeres Metall reinschrauben müsst, zum Beispiel in ein UA von Türen. Da nimmt man auch die sogenannte Tex-Schraube, also eine Bohrkopfschraube. Die müsst ihr nehmen, damit das Loch erstmal reingeschnitten wird oder reingebohrt wird durch diesen Bohrkopf. Das würdet ihr mit einer normalen Gipskartonplatte gar nicht, Gipskartonplattenschraube gar nicht schaffen, da reinzukommen. Da müsst ihr wirklich so eine Tex nehmen. Die nimmt man auch dafür, wenn man eine Vorsatzschale hat, wo ein Becken dran hängt oder wo ein WC dran hängt. Da müsst ihr auch diese Schrauben nehmen, sonst habt ihr keine Chance, da reinzukommen. Und dementsprechend dann auch wieder in der richtigen Länge. Die ganzen Schrauben, die ich jetzt hier aufsage, die verlinke ich auch unten drunter im Video in meinem Amazon-Shop. Da könnt ihr bei Kleinteilen gucken und da habe ich auch alles an Schrauben und auch Dübel verlinkt, was man da wirklich im Trockenbau brauchen kann oder muss. Als nächste Schraube, die auch sehr, sehr wichtig ist, ist die sogenannte Profilverbinderschraube. Das ist eine ganz kleine Schraube. Die hat jetzt hier 3,9 x 13 mm. Die ist sehr, sehr spitz. Ja, ich würde sogar sagen, noch spitzer als die anderen, weil die wirklich butterleicht reingehen. Die nimmt man dafür, Profilverbinderschrauben, wenn man eine Deckenkonstruktion hat und die Direktabhänger hängen von der Decke. Das C-Profil kommt rein, dann muss an der Seite ja der Direktabhänger verschraubt werden. Und dafür nimmt man dann die Profilverbinderschrauben. Man kann dafür auch die Tacks nehmen, habe ich auch in anderen Videos von mir auch schon gezeigt, was man dann nehmen kann. Aber diese Profilverbinderschrauben sind da wirklich auch super für geeignet und könnt ihr ohne Bedenken nehmen. Auf jeder Seite zwei rein und dann passt das. Die nimmt man auch dafür, wenn man irgendeine Konstruktion baut, wo sich Profile treffen, wo was verschraubt werden muss. Da sind diese Profilverbinderschrauben auch ideal für geeignet und sie gehen wirklich leicht rein. Ja, und so ist das mit allen Schrauben. Also wenn ihr euch unsicher seid, welche Schrauben nehme ich, dann könnt ihr natürlich auch im Fachhandel fragen, Mobau oder so, ich habe die und die Platte, welche Schrauben brauche ich dafür? Also nehmt nicht irgendeine Schraube und denkt, ach, das geht schon. Also das kann in die Hose gehen. Es ist wirklich wichtig, die richtige Schraube zu verwenden. Das kann ich euch nur raten und auch sagen. Weil ich spreche da aus Erfahrung, ich komme manchmal auf Baustellen, wo irgendwas genommen worden ist und irgendwelche Holzschrauben, wo dann Decken mit befestigt worden sind, das geht nicht gut. Also ihr müsst schon die richtigen Schrauben nehmen und da könnt ihr mir wirklich vertrauen, wenn ich euch das sage. Es ist wie bei allem, also man muss schon das Richtige nehmen, damit irgendwas funktioniert. Ja, es wird halt bei diesen Trockenbau-Basics Kurzvideos, ich will sie ziemlich kurz halten, aber dass ihr einen gewissen Input kriegt, auch noch verdammt viel kommen. Also da habe ich noch verdammt viele Ideen und ich denke mal, wenn ihr in den Kommentaren auch noch reinschreibt, was ihr gerne wissen würdet, dann mache ich davon ein Video, ist gar keine Frage. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Bauen. Wie gesagt, wenn Fragen sind, unten in die Kommentare. Bis dahin, euer Dirk.